Meinen herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Bestehen der islamischen Theologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. In den vergangenen 10 Jahren hat sich dieses Institut hervorragend entwickelt. Mit seinen beiden Professuren ist es ein wichtiges Zentrum für das Grundschullehramtsstudium sowie für die islamtheologische und religionspädagogische Forschung geworden. Das Herzstück der Gießener islamischen Theologie ist aber die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern für das Unterrichtsfach Islamunterricht bzw. islamische Religion. Seit 2012 konnten an der JLU zahlreiche hessische Grundschullehrkräfte aus- oder weitergebildet werden, die sich nun im Schuldienst oder im Referendariat befinden. Ich wurde gut auf meinen jetzigen Beruf vorbereitet. Zum einen konnte ich durch die Inhalte in den Vorlesungen Fachwissen erwerben. Es wurde immer ein Bezug zum Curriculum genommen und zum anderen wurden in Seminaren und Workshops spezifische Themen vertieft behandelt. Mir hat besonders gefallen, dass man uns diesen großen Fundus der Meinungsvielfalt dargeboten hat. So konnte ich selbst in meiner religiösen Identität wachsen und mich in Bezug zu anderen Glaubenslehren besser verorten. Mir ist besonders die religionspädagogische Ausrichtung wichtig, weil ich etwas bewirken will und mich persönlich als Brückenbauer verstehe. Die Studierenden haben eine klare berufliche Perspektive und aus meiner Sicht eine wichtige gesellschaftliche Rolle als islamische Religionslehrerin. Meine Motivation für das Studienfach islamische Religion beruht auf reinem Interesse und Neugier. Bisher war mir der islamische Religionsunterricht nicht geläufig, weil ich in meiner Schullaufbahn damit nicht in Berührung kam. Eine Besonderheit liegt meiner Meinung nach darin, dass die Professur mit dem Studienangebot islamische Religion zu einer bedeutsamen Erweiterung im Lehramtsbereich an der JLU, zum Aufbau des Schulfachs in den hessischen Grundschulen und damit zu den Bemühungen um die gesellschaftliche Integration der Mitbürgerinnen und Mitbürger islamischen Glaubens beiträgt. Besonders hervorzuheben sind die islamisch-religionspädagogische und fachdidaktische Forschung, zum Beispiel im Bereich Koran- und Hadith-Didaktik sowie Schulbuchentwicklung. Es ist ein großer Glücksfall für den Fachbereich 04 Geschichts- und Kulturwissenschaften der Gießener Justus-Liebig-Universität, dass unter seinem Dach die drei Theologien, die evangelische, die katholische und die islamische Theologie, vereint sind. In ihrem Zusammenspiel erleben die Gießener Theologinnen und Theologen täglich, was sie erforschen: herausfordernde und bereichernde Diversität. Meine Professur hat den Schwerpunkt der muslimischen Lebensgestaltung. Bisher gibt es innerhalb der islamischen Theologie in Deutschland keine Professur mit dieser Denomination. Meine Forschungsvorhaben in den kommenden Jahren stehen in einem thematischen Zusammenhang zu meinen Überlegungen eben zum sozialprofessionellen Handeln im Kontext von Religion und Migration. Unabhängig von inhaltlichen Schwerpunkten herrscht ein angenehmes, hilfsbereites Klima unter den Studierenden und Dozierenden. Das werde ich nach meinem Studium vermutlich am meisten vermissen. Unser Team und unsere Angebote wachsen ständig. Zahlreiche Mitarbeitende und Hilfskräfte haben an dieser Entwicklung substanziell mitgewirkt. Ihnen allen gebührt an dieser Stelle ein aufrichtiges Dankeschön. Die islamische Theologie und Religionspädagogik an der JLU leistet mit ihrer interreligiös und interdisziplinär ausgerichteten Forschung und Lehre einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Fachgebiets in Deutschland. Den engagierten Beteiligten wünsche ich auch weiterhin viel Erfolg.